der nächste Battlesieg, Battlesieg. Unix, rest in peace, rest in peace. RTZ, das Mockel und Amigo, wir übernehmen das NHR. Auf dem Weg bis an die Spitze wirst auch du von der Liste gestrichen. Gegen Unix sind wir jetzt im Achtelfinale und regeln das Weiterkommen sowie Ampelsignale. Weil du Scheiße machst, nutzt man deine Battles als Dünger. Denn obwohl du schreist, sind die Lines echt nicht der Brüller. Du beschwerst dich dauernd, keiner von den Pennern reicht ein. Doch bist wohl darüber, sonst wär's für dich längst schon vorbei. Denn jede Runde blamierst du dich, Mendere-Style. Man, deine Runde wurde nur von deinen Eltern geleitet. Jetzt wird der Spaß, die mit den Looping gleich in Glasscheiben geklatscht. Mit deiner Brille hast du damals bestimmt Ameisen verbrannt. Wegen dem Riesenteil kann sich der Lauf nicht nach vorne bücken. Denn so verliert er das Gleichgewicht und wird den Boss dann küssen. Komm mir nicht mit Waffen gelabert, denn Leute wie du richten den Stock auf uns und schreien Avada Kedavra. Was ist das für ein Klappspaten? Bei deiner Runde gegen Day sah ich mehr als nur einen Dachschaden. Der nächste Battlesieg, Battlesieg. Unix, rest in peace, rest in peace. RTZ, das sind Mottel und Amigo, wir übernehmen das NHR. Auf dem Weg bis an die Spitze wirst auch du von der Liste gestrichen. Uns wird kein Hindernis erwarten, also sprich dein letztes Amen. Für den Deppen wird das Battle eine bittere Blamage. Und wer mich nach dieser Runde Gewissensbisse plagen, dann nur weil es verboten ist, Behinderte zu schlagen. Keiner feiert diesen Kerl, denn den Depp macht nichts aus, außer wir, wenn wir von dir mal ein Battle anschauen. Warum dich keiner von den Gegnern gebettelt hat, du bist so langweilig, dass es jeder vergessen hat. Wir liefern geile Endprodukte, deine gehen nach hinten los, so wie du in deiner letzten Runde. Träum nicht vom Sieg, du bist um jeden Pass der Sieg. Du siehst aus wie Tiger gemischt mit dem Gegenteil von Blade. Du sagst, du scheißt auf das Teilnehmerfeld, weil dich kein Gegner hält. Dicker, das ist die peinlichste Zeile der Welt. Weil du so leicht bist, besteht kein Zweifel, dass dich jeder Gegner einhält. Der nächste Battlesieg, Battlesieg. Unix, rest in peace, rest in peace. RTZ, das sind Mockel und Amigo, wir übernehmen das NHR. Auf dem Weg bis an die Spitze wirst auch du von der Liste gestrichen. So ein Penner, dieser Unix-Star, hält sich für ein Shooting-Star. Doch ist nur ein Unikat und zwar der wächste Musiker. Du unbegabter Loser, bist kein Superstar wie Tupac. Nach der Runde wählt er stundenlang die Kummerkastennummer. Doch keiner hilft dir weiter, denn hättest du nicht so viel Glück gehabt, dann wärst du sicher schon an Shin gescheitert und so gnadenlos versagt. Denn ein Weiterkommen war von Shin abhängig, wie Alkoholiker. Ein Grund, warum dieser Unix nicht cool ist. Deine Freundinnen heißen Youporn und Youjizz. Deine Gegner fanden dich wack und hatten keinen Reiz, um dich zu dissen. Sie dachten, sie könnten gewinnen, ohne einreichen zu müssen. Du willst am Ball bleiben? Dann bleib bei Bällen. Du bist ein Hund und leckst Eier, also bleib beim Bällen. Was dich auch zum Außenseiter macht, du BCS deine Paarungen, hättest auch so weit geschafft.